Im heutigen Video geht es um das deutsche Reichshuhn. Das ist eine Rasse, die ist in einer unserer Mietgruppen mit unterwegs. Und vom Namen her nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist nicht auf Nazi-Deutschland zurückzuführen, sondern die Rasse gibt es schon seit 1907. Und besonders bei Rasse ist, dass sie einen Rosenkamm hat und die Körperform entspricht einer Walzenform. Und im Seitenprofil rechteckig, ist aber natürlich leicht abgerundet. Eine sehr schöne Rasse. Kommen wir nun zu den Eckdaten, die ich bei eigentlich bisher allen Rasseporträts oder wie man es nennen möchte, Vorstellungen gemacht habe. Also, die Legeleistung ist offiziell nach der Legetabelle des BDRGs bei 180 Eiern im Jahr. Die Eifarbe ist rahmgelb. Das Brut-Ein-Mindestgewicht, also kurz zur Begriffserklärung, Brut-Ein-Mindestgewicht ist das Gewicht, das ein Ei mindestens haben muss, damit man das zum Brüten benutzen kann, sinnvoll. Das sind 55 Gramm. Und dann wiegt die Henne 2 bis 2,5 Kilo und der Hahn 2,5 bis 3,5 Kilo. Die Rasse gibt es auch in mehreren Farbschlägen. Das heißt, der Farbschlag, den man im Video sehen konnte, war Weiß-Schwarz-Columbia. Die Henne, die bei uns mitläuft, ist Gold-Schwarz gesäumt. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Farbschläge, für die es schwer ist, Bilder zu finden. Das heißt, ich zähle einfach mal auf. Und zwar ist dann noch Gelb-Schwarz-Columbia, birkenfarbig, weiß, schwarz und rot. Dann noch gestreift und silberschwarz gesäumt. Ich hoffe, das Video war für euch recht aufschlussreich über die Rasse und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Es gibt jetzt mehr wieder ein paar Rassenbeschreibungen, weil sich viel in unseren Mietgruppen geändert hat. Und schaltet beim nächsten Mal noch ein und wäre auch cool, wenn ihr jetzt ein Like da lasst und den Kanal abonniert und vielleicht auch kommentiert.